Willkommen zurück zu einer weiteren Folge SimRail. Ja, wir spielen heute wieder eine Runde im Multiplayer und ich habe mir gedacht, ja, wir können ja mal gucken, ob gerade irgendwie ein Schnellzug zur Verfügung steht. Wir gehen gerade mal auf D1 und schauen da einfach mal rein, ob da irgendwas zur Verfügung steht. Und wir haben direkt die ersten zwei, eine Stunde 44 Fahrt und eine Stunde 33 Fahrt. Ja, würde ich sagen, wir klingen einfach mal auf Spielen und fahren dann einfach auf der Route mal mit einem Schnellzug. Ja, mit einem Expresszug. Haben wir noch nicht benutzt. Ich habe eben gerade schon mal versucht, eine Runde zu starten, aber ich konnte irgendwie wieder im Multiplayer kein Gas geben. Jetzt bin ich mal in den Singleplayer rein, habe den Zug nochmal komplett neu aufgerüstet und habe nochmal da probiert, ob das dann funktioniert mit dem Anfahren. Da hat es dann wieder funktioniert und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich starte jetzt einfach die Aufnahme und wir probieren es einfach nochmal im Multiplayer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe doch mal sehr. Wir starten am Bahnhof. Das ist gut. Das finde ich gut. Ja, wir stehen jetzt mit mehreren Zügen quasi. Nee, wir starten nicht am Bahnhof. Wir starten am Abstellgleis irgendwo nebendran. Das ist natürlich gut. So, dann habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, den soweit selber nochmal aufzurüsten. So, wir sehen hier, die Federspeichenbremse ist noch drinne. Plus die Bremse ist vollgezogen. Wir lösen gerade mal die Bremse. Machen wir so. Ich muss, denke ich mal, gleich losfahren, oder? Was haben wir denn hier? 22:30 Uhr. Das passt so irgendwie alles schon wieder gar nicht, oder? Ich habe gerade keine Ahnung. Hilfe. Na gut, ich bereite einfach den Zug gerade mal vor. So, dann füllen wir mal die Bremse. Die Federspeichenbremse deaktivieren wir gerade mal. So, das müsste alles passen. Stromabnehmer ist oben, Steuerschaltung ist ein. Ich würde da gerade einfach mal auf 40 km/h stellen bei dem Geschwindigkeitskontrollsystem. So, 40 km/h haben wir da drinne. Wann muss ich jetzt genau los? Wir haben 22.31 Uhr. Wenn ich das richtig deute, sind wir doch schon wieder zu spät, oder? Fahre durch Opotsnoplubja. Da bin ich doch schon wieder viel zu spät. Wir haben 22.12 Uhr, soll ich da normalerweise durchstarten? Ich hatte eben gerade auch einen Zug übernommen. Der hatte einfach mal 30 Minuten Verspätung. Ich probier's mal. Ich löse mal den Funk aus. Weiß aber nicht, ob es was bringt, ob ich gehört werde oder nicht. Oder ob ich auf dem richtigen Funkkanal bin oder nicht. Ich denke mal, ich werde um die Uhrzeit schon hier los müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn da steht, wir haben 22.32 Uhr aktuell und um 22.12 Uhr soll ich bei dem Bahnhof vorbeigefahren sein. Der ist noch 10 Kilometer weg. Da passt hier irgendwas nicht. Ganz sicher nicht. Ich würde gerne losfahren. Hallo? Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, heute im Stellwerk, auch in der letzten Fahrt, wo ich Probleme hatte mit dem Zug, ich bin einfach nur gerollt die ganze Zeit, habe rumprobiert, den irgendwie zum Laufen zu kriegen. Wurde ich auch auf Nebengleis gerollt und dann wurde ich wieder aufs Hauptgleis gerollt und ich hatte keine Standzeit und... Ich würde gerne losfahren, ich habe aber ein rotes Signal. Hallo? Liebes Stellwerk, hat jemand Bock gerade? Ich frage nur für einen Freund, hier stehen drei Züge. Die würden lieben gerne losfahren, glaube ich. So wird das nichts mit dem Zeitplan wieder einholen. Das ist schwierig. Es ist schwierig. Ja, jetzt hat es jemand gesehen anscheinend. Jetzt hat es jemand wahrgenommen, alles klar. Ja gut, dann können wir jetzt versuchen loszufahren. Oh, es ergibt tatsächlich Gas. Ich denke mal, der im Stellwerk, der wird wahrscheinlich gerade schlafen. Wir haben 22.33 Uhr. Nee, man muss halt sagen, das Spiel ist recht neu. Würde ich jetzt auf einmal im Stellwerk stehen und ohne Tutorial und so weiter und so fort, ich würde wahrscheinlich auch alle Züge gegeneinander fahren lassen. Also ganz klar. So, ansonsten, Fahrgastlicht scheint an zu sein. Die Leute sitzen nicht im Dunkeln. Da ist doch schon mal sehr schön. So, ich kann hier die Fahrerpultbeleuchtung aber auch ein bisschen noch dimmen, dass es ein bisschen dunkler ist hier drin, weil ich brauche es nicht ganz so taghell. Ja, ist quasi jetzt unsere erste Nachtfahrt nach realer Zeit. Wir haben 22.34 Uhr, das Spiel geht immer nach der realen Zeit und deswegen fahren wir jetzt auch gerade im Dunkeln. Ich bin sehr gespannt, ist auch meine erste Nachtfahrt, erste richtige Nachtfahrt. Wie gesagt, davor in dem Video, was ich aufgenommen habe, konnte ich nicht Gas geben mit dem Zug mal wieder. Es war mal wieder soweit, war ein bisschen chaotisch und deswegen habe ich das nochmal abgebrochen und gelöscht. Bin ich jetzt gleich auf dem Gegengleis unterwegs?
Macht da jemand im Stellwerk Dinge? Nee, das ist, glaube ich, kein Nebengleis oder ist nicht das Gegengleis, aber ich weiß jetzt nicht, wo wir genau hinkommen. Ich vertraue einfach mal dem Fahrdienstleiter, dass er weiß, was er macht. Ich hoffe doch mal sehr, dass er weiß, was er macht. Ich hoffe doch mal sehr. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall ganz schön Zeit reinholen, oder? Fahre durch und potz nur Polutnir. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Na gut. Ja, ich bin gespannt. Wir haben auch hier einen Schalter für Fernlicht. Wir können also Lichthupe machen. Ich finde halt persönlich, das Spiel ist wieder zu hell für eine Nacht. Ja, vielleicht mit viel Fantasie würde ich sagen, ja okay, wenn Vollmond ist, haut es schon hin. Wenn Vollmond ist, könnte es hinhauen. Ansonsten ist das Spiel mir persönlich wieder ein bisschen zu hell in der Nacht, aber das ist, ja, wie gesagt, wenn Vollmond wäre, ich sehe gerade leider keinen Mond, wenn Vollmond wäre, oh, sieht aber von innen ganz cool aus in der Nacht, wenn Vollmond wäre, wäre es okay. Dann wäre es okay, ansonsten wäre es mir tatsächlich zu hell, ich sehe aber halt leider auch keinen Mond, dass ich jetzt sagen könnte, ja, es ist gerade Vollmond, sehe ich halt leider nicht, sehe ich halt leider nicht. Ja, dann fahren wir einfach mal los. Ich weiß nicht, wo wir hinkommen. Ich weiß nicht. Ja, da ist der Fahrdienstleiter, der mich hoffentlich gleich aufs richtige Gleis rüberschickt. Weil im Gegenverkehr fahren möchte ich eigentlich jetzt nicht die ganze Zeit. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht ist es jetzt gerade nicht das Gegengleis, sondern vielleicht ist das Gegengleis woanders, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir auch gerade als Geisterfahrer unterwegs. Ich hoffe mal, wir kommen ans Ziel. Ich hoffe mal, wir kommen ans Ziel. Ich habe aber auch auf Steam gelesen, dass stellenweise die Fahrdienstleiter ein bisschen überfordert sind. Aktuell noch, weil es halt wie gesagt kein Tutorial gibt. Jetzt habe ich gerade ans Mikrofon gehauen. Da muss man natürlich erstmal reinarbeiten. Ja, und gerade dann abends, die Leute spielen sie vielleicht nochmal eine Runde und dann probieren sie es mal aus. Denken sich, ja, jetzt ist gerade wenig los. Es ist gerade wenig los, theoretisch auf den Servern. Aber, ja. Mal schauen. Ich fahre gerade noch so langsam, weil ich noch aufs nächste grüne Signal warte. Wir dürfen theoretisch schon 160 fahren. Würde ich aber gerade sehr ungern machen, weil wir im Gegengleis unterwegs sind, meiner Meinung nach. Es wäre jetzt natürlich eine krasse Sache, wenn mir da ein Zug entgegenkommt. Aber ich denke mal, die werden da schon ein Sicherheitssystem eingebaut haben. Ja, dass das Signal dann vielleicht nicht auf grün springt von dem Gegenzug. Und man kann nicht über rote Signale fahren, da wird man normalerweise zurückgesetzt. Naja. Wir schauen mal, wo wir ankommen oder wo wir hinkommen. Ja, ich sehe das grüne Signal, deswegen würde ich sagen, ich stelle mal die Geschwindigkeitskontrolle auf 160 hoch. So, dann haben wir da 160. Ich gebe mal 100%. Weil ich bin der Meinung, wir haben ganz schön viel Zeit aufzuholen. Gerade. Wir haben wahrscheinlich auch eine halbe Stunde Verspätung, wie der Zug eben, den ich übernommen hatte. Naja. Wir schauen mal die erste Nachtfahrt, wie gesagt. Ich bin gespannt. Die erste Fahrt auch im Expresszug, im Hochgeschwindigkeitszug. Als ich den letzten übernommen hatte, als die Aufnahme nicht funktioniert hat, durfte ich sogar stellenweise 200 Sachen fahren mit dem Ding. 250 ist erlaubt. Ich hatte gedacht, 160 ist die Höchstgeschwindigkeit, aber nee, anscheinend können wir tatsächlich auch schneller fahren. Auch wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz so wohl fühle, hier auf dem linken Gleis unterwegs zu sein, wenn ich ehrlich bin. Fühle ich mich ehrlich gesagt nicht ganz so wohl. Ich hoffe, es hat seine Gründe. Wegen Zugüberholung oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist jetzt schon Panik angebracht? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Na gut. Wir sind in 6 Kilometern am Bahnhof, wo wir durchfahren. Oder am nächsten Bahnhof, wo wir anscheinend durchfahren. Also ich denke mal, es ist ein Bahnhof. Kann kein Polnisch. Muss ich noch immer wieder dazu sagen. Ansonsten hoffe ich auf eine entspannte Fahrt mit viel Gegenverkehr. Oder allgemein viel Zugverkehr. Der dann vielleicht auf dem rechten Gleis mir entgegengefahren kommt. Ich weiß es nicht, wir werden es erleben. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ja, ich hoffe halt auch, ich komme mit der Steuerung klar von dem Zug hier. Noch keinerlei Erfahrung. Wir werden aber weiter auf dem linken Gleis dann gelassen, so wie es gerade aussieht, wegen grünem Signal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der Fahrdienstleiter hat keine bösen Dinge vor. Okay, grün blinkende Signale. Ich weiß nie, was das bedeutet. Profi. Zugprofi. Ich gehe einfach gerade mal vom Gas runter. Ich lasse den Zug gerade mal rollen.
mit Finger auf der Bremse. Ich weiß nicht, ob wir dann gleich vielleicht doch irgendwann mal das Gleis wechseln. Mich wundert es halt auch, dass das andere Signal auch grün ist. Entweder ist der andere Hochgeschwindigkeitszug nach mir losgefahren und fährt auf der rechten Seite. Und ich werde jetzt auf der linken Seite hier lang gepustet. Ich sehe aber gerade, dass wir tatsächlich da hinten jetzt orange oder gelbe Signale haben. Auch wenn mir grün angezeigt wird oben rechts wieder. Es ist eine sehr anspruchsvolle Fahrt wird es, glaube ich. Es wird, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Fahrt. Sehr anspruchsvoll. Ich bremse mal so schnell wie möglich runter. Und schalt auch gleich mal die Geschwindigkeitskontrolle auf 40 km/h runter. So. Dann kann ich da gleich wieder Gas geben und halt die Geschwindigkeit. Angezeigt wird oben rechts 60. Ich traue der ganzen Sache aber nicht. Okay, das rechte Gleis hat jetzt rot, das linke hat jetzt gelb. Also meins hat jetzt gelb, so wie es aussieht. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen Fahrdienstleiter, der gerade am Üben ist. Und halt irgendwelche Gründe, die ich gerade noch nicht nachvollziehen kann, dass wir hier auf dem falschen Gleis unterwegs waren. Vielleicht werden wir jetzt aber gleich aufs richtige Gleis rübergelotst. Das kann natürlich sein. Ich würde es mir wünschen. Dann hätte ich ein bisschen ruhigeres Gewissen. Also, wir sind gleich bei dem Stellwerk. Fahren wir gleich dran vorbei. Ich würde noch weiter runter bremsen wegen den ganzen gelben Signalen. 28 Minuten haben wir Verspätung. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Okay, die KI-Autos machen hier auch wieder irgendwelche merkwürdigen Dinge. So, ich gebe gerade mal ein bisschen Gas, beziehungsweise gebe der Geschwindigkeitskontrolle wieder die volle Kontrolle. Und dann fahren wir hier mal ganz angespannt durch, würde ich mal sagen. Vielleicht ist es wirklich nur ein Verbindungsgleis irgendwie auf die Hauptstrecke hin, dass wir deswegen links fahren, aber ich weiß jetzt nicht, warum wir so weshalb. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, warum wir ausgebremst werden und warum ich aus ganz linke Gleis geschickt werde. Man könnte meinen, der Fahrdienstleiter denkt, ich müsste da halten. Ich muss aber da nur durchfahren, so wie es aussieht. Ja, weil da stand auch nur, fahre durch. Ich rolle jetzt also durch, bin auf dem komplett linken Gleis unterwegs. Irgendwie macht der Fahrdienstleiter merkwürdige Sachen. Merkwürdige Sachen. Das hatte ich aber, wie gesagt, eben bei der Runde zuvor auch. Da wurde ich auch auf ein Nebengleis geschickt und dann wieder aufs Hauptgleis und es gab keinen Grund. Ja, wenn ich eine halbe Stunde Verspätung losfahre, dann hat der Fahrdienstleiter mich irgendwie vergessen. Ich hoffe, im nächsten Abschnitt ist ein Fahrdienstleiter, der weiß, was er macht. Ja, das sind ja immer so diverse Abschnitte. Das Gute ist, ich habe hier gerade keinen Gegenverkehr. Sonst würde das Ganze vielleicht ein bisschen gefährlicher aussehen. Wir haben aber auf jeden Fall ein grün-gelbes Signal. Ich gebe wieder voll Leistung und lasse einfach jetzt die Geschwindigkeitskontrolle mich wieder bei 40 km/h regeln. Das kann halt der Nachteil sein am Multiplayer, wobei ich es jetzt nicht schlecht oder nicht schlimm finde, weil ich komme ja trotzdem zum Ziel. Ich habe halt eine etwas anspruchsvollere Fahrt, was es aber für mich wieder interessanter macht. Es könnte ja tatsächlich sein, dass jetzt gerade irgendwelche Sachen auf dem rechten Gleis waren, was weiß ich, irgendwelche Schäden auf dem rechten Gleis oder. Kann man sich ja irgendwie sowas vorstellen. Dass ich deswegen jetzt links rumgeleitet werde und. So, ich hoffe aber jetzt, dass die Weiche nach rechts gestellt ist und nicht auf den Prellbock da hinten. Ja, sieht aber gut aus. Ich achte auf die Gleise unten, auf die Weiche. Sieht aus, als geht es jetzt nach rechts. Und jetzt wäre es schön, wenn ich nochmal eine Stufe nach rechts kommen würde. Damit ich tatsächlich nicht als Geisterfahrer hier durch die Gegend fahre. Ich habe aber jetzt gleich einen anderen Fahrdienstleiter. Ich denke mal, der wird das vielleicht ein bisschen besser regeln. Ich weiß halt nicht, wie groß diese Abschnitte jeweils sind von den Fahrdienstleitern. Naja, wir werden es schon irgendwie ans Ziel schaffen. Wie gesagt, ist eine etwas andere Herausforderung. So, das wäre jetzt schön. Es sieht sogar so aus, als würde es nach rechts gehen. Jawohl! Sehr schön, wir sind gleich nicht mehr als Geisterfahrer unterwegs. Das ist schön, das freut mich. Das freut mich.
28 Minuten Verspätung. Ja, der hat irgendwie... Hat der eine Fahrdienstleiter es verpeilt, das Signal auf grün zu stellen? Habe ich das Gefühl. Deswegen stauen sich da auch die Züge da hinten. Deswegen fährt man da jetzt auch mit einer halben Stunde Verspätung los. Und dann muss man die Zeit erstmal wieder reinholen. Das ist halt auch so eine Sache. Wahrscheinlich 28 Minuten werde ich nicht reinholen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Besonders wenn wir halt so langsam jetzt gerade noch durch die Gegend schleichen. Wir haben noch 1 Kilometer bis zum nächsten Signal. Normalerweise, wir hatten aber grün-gelb. Das heißt, ich würde jetzt mindestens mal auf 60 km/h beschleunigen. Das Spiel erlaubt mir sogar jetzt schon wieder die 160. Das würde ich aber jetzt noch nicht machen, ehrlich gesagt. Weil 160 nach grün-gelb finde ich ein bisschen hoch. Wir fahren mal mit 60 km/h. Da ist es nicht ganz so weit bis zum nächsten grünen Signal. Oder nicht, dauert nicht ganz so lange. Und ob ich jetzt 28 Minuten Verspätung habe oder 30 Minuten... Ist egal. So, wir haben gerade wieder eine Bestrafung gekriegt, weil ich kein Warnsignal abgegeben habe. Da war wohl wieder irgendwo ein Schild, was ich nicht wahrgenommen habe. So, ansonsten. Ja, die sind alle schon woanders unterwegs, ein bisschen weiter weg unterwegs. Aber mir kommt einer entgegen. Hier, Daxa kommt entgegen. Daxa kommt entgegengefahren. Bei den anderen habe ich jetzt gerade noch nicht so drauf geachtet. Wir fahren auf jeden Fall ins Getümmel rein. So, nach vorne müsste jetzt auch mein grünes Signal sein. Das sieht man schon ziemlich deutlich. Deswegen erhöhe ich jetzt gerade mal auf 160. Ich hoffe ja mal, dass wir eine Schnellfahrtstrecke zwischendrin haben, dass ich auch die 200 km/h mal rauslocken kann oder sogar vielleicht schneller. So, 160. Dürfen wir jetzt? So, wir sind gerade am Bahnübergang. Da waren aber die Schranken unten. Ich habe gerade nur gesehen, Bahnübergang, schnell nochmal die Hupe gedrückt. Bevor ich da mit 160 drüber rausche und keine Schranken da sind. So, und jetzt hoffentlich haben wir Fahrdienstleiter, die es korrekt machen oder nachvollziehbar machen. Aber wie gesagt, wenn ich das erste Mal Fahrdienstleiter bin, das wird wahrscheinlich genauso ein Chaos werden. Das kann man nicht böse nehmen. Und das Spiel gibt es noch nicht lange. Es sind noch sehr, sehr, sehr viele unerfahrene Leute in dem Spiel unterwegs. Sei es das Zugfahren, sei es Fahrdienstleiter. Wir haben ja auch, ich glaube in der letzten Folge hatten wir auch den Fall, dass sich einer total verbremst hat im Bahnhof. Neues Spiel, man muss sich komplett dran gewöhnen. Es fühlt sich komplett anders an als andere Zugsimulatoren. Es ist eine andere Sache, ein anderes Spiel. Aber es fühlt sich gut an, es macht auf jeden Fall auch Bock. Und wie gesagt, auch dadurch, dass man diesem Fahrdienstleiter halt vertrauen muss, ist nochmal so ein bisschen mehr Spannung hier drin. Und dass man den anderen Lokführern auch vertrauen muss und so weiter und so fort, ist nochmal eine andere Spannung da. Es macht auf jeden Fall Bock. So, was dieses Signal heißt, wieder keine Ahnung. Fahren wir einfach wieder dran vorbei. Mich interessiert das grün Leuchtende da hinten nur. Der Rest ist mir gerade Schnuppe. So, wir haben jetzt gleich die 160 drauf. Der Zug beschleunigt aber auch so richtig, richtig geil. Der hat es richtig drauf beim Beschleunigen. Der hat schon Power dahinter. Die Bremse ist so, naja, da muss ich mich dran gewöhnen. Ich kann auch die elektrische Bremse ausschalten, habe ich gesehen, irgendwo. Da, elektrische Bremse ausschalten. Dann habe ich wahrscheinlich nur die mechanische Bremse. Hier haben wir Bahnübergang. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt, wenn ich die elektrische ausschalte, dass ich dann irgendwie schneller zum Stehen komme oder nicht. Kein Plan. Keinerlei Erfahrung mit diesem Zug. Ja, und jetzt direkt hier am Anfang solche Probleme ist natürlich dann auch gut mit dem Stellwerk, aber wir sind auf der Strecke, wir sind auf der richtigen Seite unterwegs. Wir müssen 28 Minuten irgendwie wieder reinholen. Ich weiß nicht, ob die Fahrdienstleiter irgendwie da Geschwindigkeiten ändern können, dass ich dann auf der Strecke vielleicht schneller fahren darf als erlaubt. Ich kann es zum Beispiel so auf der Schnellfahrtstrecke von Kassel nach Hamburg hoch oder von Fulda nach Hamburg hoch oder von Würzburg geht die, glaube ich, los nach Hamburg hoch. Gibt es auch eine Schnellfahrtstrecke und auf dieser Schnellfahrtstrecke, ja, fahren die Züge so um die zwischen 200 und 270 können die da fahren oder beziehungsweise ich hatte 270 mal als Maximales. Ja, wenn man im Fahrplan in der Fahrzeit komplett drin ist, fahren die da so mit 220 durch oder mit 200, kommt darauf an, wie gut sie in der Zeit sind. Und wenn sie zeitlich knapp sind, dann können die da tatsächlich hochbeschleunigen auf 270, hatte ich mal auf der Zuganzeige gesehen gehabt. Um die Zeit einfach wieder reinzuholen. Und tatsächlich hat er einige Minuten Zeit dabei rausholen können. Ich weiß nicht, ob es hier auch so Strecken gibt, wo sie die Geschwindigkeit anpassen können, dass man Verspätung wieder reinholen kann oder nicht. Ich denke ja mal nicht. Ich weiß halt nur nicht, ob hier irgendwann auch noch sowas wie LZB dazukommt oder ob es das vielleicht auch schon irgendwie gibt. Weil ab 160
ist es ja in Deutschland so, du darfst maximal 160 fahren. Ab 160, wenn du schneller fahren willst, brauchst du eine LZB-Strecke, soweit ich informiert bin. Wenn es hier sowas natürlich nicht gibt, mit 200 km/h noch die Schilder lesen, ist irgendwie schwierig. Ist irgendwie schwierig. Was haben wir da wieder für ein Schild? Ist das wieder so ein anderes, was mich nicht interessieren soll, oder ist es eins, was mich interessieren muss? Ich gehe mal gerade runter vom Speed und ich hau mal die Bremse rein. Weil wir in einem Kilometer ein rotes Signal haben. Das ist tatsächlich ein Signal gewesen, welches ich ernst zu nehmen habe. Ah, okay, der Zug haut automatisch auch die andere Bremse mit rein, wenn ich bremse. Alles klar. Beziehungsweise, wenn ich hart bremse, dann wird die mechanische Bremse auch dazugenommen. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja gut, da haben wir gerade ein bisschen aggressiv runtergebremst, aber das ist mir lieber als zu lasch und dann am roten Signal vorbeigedonnert. Das ist nicht gut. So, die Bremse löse ich gerade mal und ich lasse das Geschwindigkeitskontrollsystem gerade mal die Kontrolle übernehmen. So, da müsste das eigentlich regeln. Ja, ich weiß nicht, warum wir jetzt ein rotes Signal haben. Keine Ahnung. Der nächste unerfahrene Fahrdienstleiter oder so, wir werden es auf jeden Fall erleben. Das bringt mich natürlich zu weiteren Verspätungen. So hole ich die 28 Minuten auf keinen Fall rein, wenn das so tatsächlich der Fall ist. Ja, hier ist wieder ein anderer Fahrdienstleiter unterwegs. Der eine hat uns ja gut durchgeschleust, bei dem hat es gut geklappt. Jetzt ist halt schon wieder der nächste Fahrdienstleiter für den Abschnitt hier zuständig und der hat uns einfach mal ein rotes Signal reingeknallt. Ich kündige mich schon mal an, ich funke jetzt schon mal, ich sehe es ja jetzt schon. Vielleicht reagiert er gleich dann drauf und schaltet auf grün, weil ja, es ist schon echt ein bisschen blöd. So kann ich keine Verspätung reinholen. Oder einholen, sagen wir es so. Reinholen will ich ja keine Verspätung, da habe ich schon genug. Da habe ich schon genug. Soweit ich weiß, gibt es halt tatsächlich kein Tutorial für das Stellwerk. Wenn dann lauter unerfahrene Leute da sind, tagsüber kein Problem. In der letzten Folge sind wir ja tagsüber durch die Gegend gefahren. Hatten wir überhaupt kein Problem. Überhaupt nicht. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus tatsächlich. Es sind auch keine anderen Spieler in der Nähe. Es ist nur tatsächlich Fahrdienstleiter und Fahrdienstleiter. Er hat es, glaube ich, ganz gut gemacht. Er hatte, glaube ich, ein bisschen chaotisch. Linke Spur, hat uns aber losgeschickt oder passend, als ich los wollte. Nachdem ich nochmal angefordert habe, dass ich losfahren will. Ja, jetzt stehen wir hier im Nirgendwo an einem roten Signal. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob die Fahrdienstleiter dann ein Signal reinkriegen. Ich denke aber mal schon. Ich drücke gleich auch einfach nochmal die 1. Ich weiß nicht, was 1 oder die 3 bedeutet. Das sind die zwei Tasten, die ich drücken kann, die machen einen Pieps. Lieber Fahrdienstleiter, bitte aufstehen. Hier steht ein Hochgeschwindigkeitszug mit einer halben Stunde Verspätung, der gerne ein bisschen Zeit eigentlich einholen wollte. Jetzt steht er hier, kommt nicht weiter, weil er ein rotes Signal hat. Ja, was machen wir? Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach mal in den Chat reinschreibe und gucke, dass wir hier irgendwie vorankommen. Falls sich da gleich nichts tut.
Ich glaube, der Fahrdienstleiter hat jetzt die Strecke, hat jetzt den Posten aufgegeben, so wie es aussieht. Das ist gut, dann wird er jetzt wahrscheinlich gleich irgendwie im Bot das Stellwerk wieder übernehmen und dann hoffentlich geht's gleich weiter. Vielleicht muss jetzt auch irgendein anderer Fahrdienstleiter das Gebiet mit übernehmen, aber ich denke mal nicht. Ich gehe dem Bot gerade nochmal auf den Sack, falls jetzt wirklich ein Bot das übernommen hat. Vielleicht haben sich jetzt schon so viele Züge da angestaut, dass der Bot das irgendwie erstmal regeln muss. Das ist natürlich nicht gut, um Verspätung wieder auszugleichen. Das ist natürlich nicht gut. Ja, aber tatsächlich, derjenige müsste das Stellwerk verlassen haben, weil der war ja eigentlich direkt hier. Der war ja eigentlich direkt hier aufgelistet mit nächster Distanz. Ja, schön. Willkommen beim roten Signal Simulator oder keine Ahnung. Zum Fahrdienstleiter Trainingsfahrtssimulator. Es ist toll. Ach, echt toll. Echt toll, echt toll, echt toll. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass die Züge so viel Verspätung kriegen. Da brauchen wir uns nicht wundern. Ey, ich drück einfach mal überall wild drauf rum. Radiofunk hochschalten, runterschalten. Ah, das geht da, okay. Ja, ich lerne dazu. Ich lerne dazu. Ich hoffe, der Bot regelt das gleich. Oder ich hoffe, dass da jetzt ein Bot dann auch einspringt. Aber normalerweise ja. Wenn kein Fahrdienstleiter da ist, übernimmt das normal ein Bot. Können wir wenigstens mal ein schönes Bild machen von unserem Zug. Aber sieht schon nachts ganz cool aus. Sieht schon nachts ganz cool aus. So. Machen wir gerade mal ein Fotochen. Es wäre halt nur schön, wenn wir auch in Bewegung wären, aber ich kann gerade leider nichts dran ändern. Was ich vielleicht noch machen kann, ist noch ein paar Meter vorrollen und hoffen, dass der Bot mich wahrnimmt. So, erstmal gerade die Bremse lösen, dauert ein bisschen. Ist die Bremse gelöst? Ja, ich, okay, ich hatte noch, bisschen Schub drinne. Sagen wir es mal so. Jetzt streikt mein Zug hier auch noch, oder was? Nee, jetzt fährt er los. Hab schon gedacht. So, wir rollen gerade einfach noch mal ein bisschen vor. Vielleicht tut sich ja dann was. Das ist halt echt doof. Das ist halt echt doof. So, Fahrdienstleiter. Ah, es hat jemand Neues übernommen. Wenn ich richtig sehe, hat jemand Neues übernommen. Das ist ganz gut. Dann kann ich versuchen, gleich nochmal neu hier irgendwie per Funk ein bisschen auf den Sack zu gehen. Ja, ich stehe hier. Ich stehe hier. Jones hat übernommen, ist 463 Meter weit weg. Ich hoffe, das ist derjenige, der sich jetzt darum kümmert. Und ich hoffe, dass ich auf dem richtigen Funkkanal bin. Das ist noch so eine andere Sache. Das ist noch so eine andere Sache, ein anderes Thema, ein schwieriges Thema. Ich schreibe einfach gerade mal irgendwas. Wo stehen wir denn gerade? Wir stehen vor Opo Kötzno. Habe ich es richtig geschrieben? Opotzno. Nee, ich stehe ja da gar nicht. Ich stehe vor. Ah, das ist nur. Das ist der. Das Signal heißt so. Die dann wissen, wo ich stehe. Ah, jetzt, endlich. Der neue Fahrdienstleiter hat's gerockt. Der hat gerade erstmal die ganze Lage wahrscheinlich überblickt und hat's jetzt verstanden, dass ich hier stehe und will weiter. Oh, Glück gehabt. So, dann tun wir gerade mal die Bremse schnell entlüften. Was heißt entlüften? Die Bremse schnell wieder Druck aufbauen und dann geht's jetzt weiter, endlich. Oh, und sogar direkt ein grünes Signal. Das ist gut.
Können wir direkt wieder mit 160. Es tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ich wusste nicht, ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ja, der eine Fahrdienstleiter hat es verbockt. Grüße gehen raus an Jones. Ich denke mal, Jones hat gerockt. Wir haben jetzt, dank ihm, oder ich gehe davon aus, dank ihm, dass er für den Abschnitt hier zuständig ist, haben wir wieder ein grünes Signal. Jetzt hoffentlich funktioniert es. Ich hoffe, er ist ein bisschen erfahren, ne, oder weiß, was er macht. Ein grünes Signal gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Mittlerweile haben wir 42 Minuten Verspätung. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 15 Minuten an dem blöden Signal gestanden. Es tut mir leid. Das Video wird dadurch extrem lang. Die Fahrt dauert eigentlich eh schon eine Stunde irgendwas. Ich bin überlegen, ob ich einfach einen Zweiteiler draus mache. Ja, dass ich jetzt an einer Stunde sage, okay, reicht. Es tut mir wirklich leid, dass wir jetzt so lange da gestanden haben. Normalerweise, wenn was lange dauert und ich weiß, es dauert lange, pausiere ich ja die Aufnahme und lasse sie dann weiterlaufen. Ich wusste jetzt nicht, wie lange das dauert. Ja, vielleicht mache ich es nächstes Mal einfach so, dass ich auf gut Glück die Aufnahme pausiere, aber es ist halt dann schade, wenn ihr irgendwas verpasst. Das wäre halt auch blöd. Das wäre halt auch blöd. Na gut, ich versuche jetzt mit 160 Sachen meine 42 Minuten Verspätung. Und hinter mir standen ja auch noch Züge auf dem Abstellgleis. Die wollen ja auch noch los. Wenn es der Fahrdienst leider noch nicht gerafft hat, dass sie los wollen, dann stehen die da jetzt immer noch. Dann stehen sie da jetzt immer noch. Wir haben hier viele Fahrdienstleiter, aber irgendwie keiner, der es irgendwie so recht auf die Kette kriegt. Ich hoffe Jones, also der eine davor hat es ja auch hingekriegt, durch den einen Abschnitt sind wir ja gut durch. Jones hat jetzt auch wenigstens uns ein grünes Signal gegeben. Das ist schön, hier ist auch grünes Signal, perfekt. Jetzt läuft's hoffentlich. Da hat uns irgendein Fahrdienstleiter, als wir den Zug übernommen haben, hat uns anscheinend irgendein Fahrdienstleiter, der das da nicht so auf die Kette gekriegt hat oder einfach um einen zu ärgern, ich weiß es nicht, extra die Züge auf dem Abstellgleis gelotst. Warum auch immer. Statt die durchzulotsen. Weil normalerweise startet man ja an einem Bahnhof, nimmt Leute auf. Das heißt, der Zug muss schon mal irgendwo an einem Bahnhof gestanden haben eigentlich. Der Zug wurde da als Bot hingeschickt, zum Halten gezwungen. Und dann, als ich eingestiegen bin, wurden wir zum Glück losgeschickt irgendwann dann mit einem grünen Signal. Und jetzt hier der nächste Fahrdienstleiter hat es einfach ein rotes Signal reingeknallt, warum auch immer. Aber gut, der ist ja dann raus, wurde von einem neuen jetzt übernommen, der Platz. Der eine hat Feierabend gehabt, der neue hat seine Schicht begonnen und der hat uns jetzt wenigstens hier mal anscheinend eine gescheite Fahrstraße reingeknallt. Dass wir hier jetzt mal grüne Signale haben, das ist schön. Das ist schön. Ja, die 42 Minuten werden wir wahrscheinlich nicht mehr reinholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich gebe aber mein Bestes. Ja, ich bin unerfahren mit dem Zug. Wir haben es aber auf jeden Fall jetzt schon mal ganz gut gemeistert bis hierhin. Sind über kein rotes Signal gefahren oder so. Also soweit alles gut. Soweit alles gut. Ja, jetzt sehen wir hier wenigstens auch mal das Negative, was sein kann im Multiplayer. Ja, das erste Video war einfach perfekt. An dem Tag oder tagsüber waren wirklich saugute Fahrdienstleiter unterwegs. Kommt uns da ein Zug entgegen. Ist aber ein Bot. Ja, aber der eine Fahrdienstleiter hier, der es jetzt übernommen hatte, wer war das nochmal? Jones. Der scheint es richtig gut zu machen, wenn uns jetzt hier Züge entgegenkommen. Ist zwar ein Bot, aber rein aus Prinzip. Ja, der scheint es jetzt hier hinzukriegen. Das ist natürlich eine feine Sache. Ja, die letzte Folge, ich glaube Folge 5 war, das ist jetzt Folge 6. In Folge 5 sind wir auch im Multiplayer gefahren, mal eine größere Runde. Waren 13 Fahrdienstleiter da und es hat einfach alles perfekt funktioniert. Jetzt heute Abend ist es ein bisschen schwierig hier. Aber egal, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Da sieht man auch mal, ja, es kann auch zu Problemen kommen hier im Zugverkehr. Haben wir jetzt auch mal gesehen. Ja, es ist nicht alles perfekt, aber so wie das System eigentlich ist im Multiplayer, finde ich es ganz gut. Ja, auch dass wir jetzt so lange an der roten Ampel gestanden haben oder am roten Signal. Ja, ist halt jetzt mal doof gewesen, aber man kann ja sich hier quasi mit viel Fantasie vorstellen, dass irgendwas auf der Gleise war. Wir wurden einfach ausgebremst. Personen auf der Gleise, was weiß ich. Personen sind jetzt weg, jetzt können wir wieder Gas geben. So kann man sich das ja quasi kreativ zusammenreiben, diese Situation. Kann man ja theoretisch machen, man weiß es ja nicht. Ja, jetzt scheint es aber hier ja tatsächlich zu laufen. Das wäre natürlich jetzt peinlich, wenn wir noch eine Zwangsbremsung reinkriegen oder so, aber ich hoffe ja nicht. So, ich gebe quasi Vollgas. 100% Leistung, ja, wird natürlich runtergeregelt von der Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ich hoffe halt mal, dass man im YouTube-Video so einigermaßen was erkennen kann. Bei dem Titel jetzt im Dunkeln. Aber Nachtfahrt muss man halt auch mal gemacht haben. Ja, und da das Spiel sich halt immer an die Realtime quasi richtet. Ja, wir haben jetzt 13.04 Uhr in der Realität und wir haben hier im Spiel 23.04 Uhr. Ich glaube, man kann das nicht ändern. Also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht kann man es in den Einstellungen auch ändern, aber da habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber jedenfalls vor dem Spielbeginn kann man es nicht ändern. Das Datum passt halt nicht. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich früher oder später auch noch irgendwie angepasst werden. So, das nächste grüne Signal. Jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's. Ich bin ganz glücklich darüber. Ja, wir sind in Warschau gestartet, sehe ich hier gerade. Wir fahren von Warschau Richtung bla bla bla. Normalerweise ist bei Warschau dieser riesengroße Bahnhof. Und da ist der Zug auch 100 pro losgefahren. Er wurde aber dann auf irgendein Nebengleis geleitet, als sie den übernommen haben. Eieiei. Naja, ich werde auch irgendwann mal den Fahrdienstleiter-Job hier übernehmen und dann schauen wir mal, was ich für ein Chaos anrichte. Ich hoffe mal, dass ich dann richtig hier die Leute durch die Gegend lotse. Wird auch eine ganz spannende Partie wahrscheinlich. Wird auch eine ganz spannende Partie. So, ich muss gerade gleich oder gleich mal den Fahrerplatz verlassen. Ich lasse den Zug weiterfahren. Wir sind in einem Multiplayer-Spiel. Ich drücke nur gerade mal. Ich muss nämlich Charlie mal rauslassen. So, da bin ich wieder zurück. Ohne Zwangsbremsung. Zug einfach mal schön alleine fahren lassen. Mutig. Aber ja, hatte keine andere Wahl. Charlie wollte raus. Charlie will schlafen gehen. Wir haben 23 Uhr, ist schon spät. Ist schon eine ziemlich späte Schlafenszeit für Charlie. Ah, da kommt niemand entgegen. Habe ich falsch geguckt. Da steht der nächste Zug. Am Gleis nebenan. Und da steht noch ein Zug. Macht hier ein Fahrdienstleiter wieder merkwürdige Dinge. Wir fahren aber an denen vorbei. Der steht auf dem Gleis, ich stehe auf dem Gleis. Beziehungsweise rollt er. Ah, nee, er steht hier an dem roten Signal. Hä, der will aber eigentlich die andere Richtung, oder? Oder habe ich den jetzt gerade tatsächlich überholt? Aber ich würde sagen, der fährt die andere Richtung. Eigentlich. So von den Signallichtern her. Oder von den Scheinwerfern her. Naja. Egal, da stehen jedenfalls zwei Züge. Ich weiß nicht, ob der Fahrdienstleiter da irgendwie wieder ein paar Probleme hat. Und wieder ganz viel Verspätung hier aufbauen will für die ganzen Züge. Ich weiß es nicht. Naja, solange ich hier mit Grün durchgelotst werde, ist mir alles recht. Da ist mir alles recht. Man kann hier als Fahrdienstleiter halt auch extrem viel Chaos anrichten. Das stimmt schon, das ist schon möglich. In Steam wurde ja geschrieben, dass viele Fahrdienstleiter ein extremes Chaos anrichten. Aber ich kann auch verstehen, dass es so ist. Weil, wie gesagt, soweit ich informiert bin, gibt es kein Tutorial als Fahrdienstleiter aktuell. Heißt, du wirst dann da quasi reingeschmissen in dein Räumchen, kannst dann da durch die Gegend laufen und kannst alles Mögliche steuern, aber du weißt gar nicht wie. Wenn du da gar keine Ahnung von hast, sowas noch nie gesehen hast vorher, das kannst du da nicht machen. Das funktioniert da nicht richtig. Ganz klar, ganz klar. Das funktioniert da nicht richtig. Brauchen wir schon ein bisschen Erfahrung. Ich meine, ich habe ein bisschen Stellwerkerfahrung. Aber das ist auch jetzt schon bestimmt 15 Jahre her. Weil da hatte ich damals so einen Stellwerksimulator. Gab es damals für Computer. Einzige Aufgabe war da, dass du halt Fahrstraßen erstellst und die Signale halt freigibst und die Züge dann passend durchlotst und an den Bahnhof passend hinlotst. Das war schon wieder so lange her. Und ich glaube, dieser Stellwerksimulator war bestimmt etwas moderner aufgebaut als hier mit ganz vielen Hebeln und so weiter das Stellwerk. Jedenfalls, was man so auf den Bildern sieht. Ja, da muss man einfach mal gucken, wie das dann bei mir endet. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich da dann eine Aufnahme mache,
werde ich mich auf jeden Fall erstmal hinsetzen und noch ein bisschen üben. Es erstmal anschauen, bevor ich euch da irgendwas zeige, was das letzte Chaos verursacht. Ich will ja dann, dass es läuft. So wie jetzt gerade. So wie jetzt die Fahrt gerade läuft. Wir haben aber ziemlich wenig Leute im Zug. Ich würde mir wünschen, für die Zukunft, ist ja noch ein Early Access Titel, wird ja neu entwickelt, dass man in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr Fahrgäste hat. Ich meine, bei Trains and World ging es auch erst langsam los. Ja, da waren auch immer erst nur ein paar Leute am Bahnsteig. Ja, und Trains and World 3 ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr los am Bahnsteig. Es wäre halt cool, wenn hier dann irgendwann so richtig viele Menschen am Bahnhof stehen würden. Ja, weil es ist ja hier ganz cool umgesetzt, dass hier die Türen dann, dass man die öffnen kann und dann steigen die Personen ein und aus. Also laufen tatsächlich zur Tür hin, drücken den Schalter, die Tür geht auf, die laufen rein, laufen zu einem Sitzplatz und setzen sich tatsächlich dahin und bleiben da die ganze Fahrt sitzen, bis sie halt wieder raus wollen. Dann stehen sie wieder auf, laufen durch den Zug durch und gehen wieder raus auf den Bahnsteig. Das gibt's ja in Trains and World nicht, da werden die Personen ja zur Tür oder von der Tür auf den Sitzplatz teleportiert. Und hier ist es schon viel cooler gelöst. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es dann noch mehr Leute gibt, dass der ein Ausstieg ein bisschen länger dauert manchmal. Das wäre auch eine ganz coole Sache. Würde ich auf jeden Fall feiern. Ich muss aber auch so an sich sagen, dass ich den Fahrsound hier ein bisschen besser finde als in Trains and World, gerade bei dem Zug. Er klingt zwar ähnlich wie in einem ICE, aber so manchmal das Geklacker und alles, das klingt hier schon stellenweise besser. Ich vergleiche die Titel halt total gerne, muss ich sagen, weil es sind zwei Zugsimulatoren, beide ziemlich frisch auf dem Markt. Ja, Trains and World hat jetzt auch schon wieder ein paar Monate auf dem Buckel, aber so an sich recht aktuelle Spiele. Und ich finde es mal schön, so ein Spiel halt aus einer anderen Spielfirma zu sehen, aus einer anderen Spieleschmiede. Ja, was tatsächlich oder wie man tatsächlich so einen Zugsimulator gestalten kann. Und ich muss sagen, jetzt seitdem ich hier den Multiplayer kenne, will ich eigentlich gar keinen anderen Zugsimulator mehr spielen. Weil der Multiplayer hier einfach richtig Bock macht, ja. Bei den anderen Zugsimulatoren weiß ich halt ja, okay, da kommt vielleicht ein Zug auf der Strecke entgegen und das ist dann einfach nur ein KI-Zug, der da einfach reinprogrammiert wurde. Ja, da passiert nichts Unerwartetes. Alles, was in Trains and World passiert, ist vorprogrammiert. Hier, durch den Multiplayer. Ihr habt's gesehen, wir haben rote Signale reingekriegt, weil die Stellwerksleiter einfach keinen Bock hatten oder es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben, weil natürlich es schwer ist. Dadurch hast du einfach eine ganz andere Spannung im Spiel, eine ganz anderen Spaß dabei. Ja, oder dass halt andere Züge hier fahren, wo du sehen kannst, wie sich andere Fahrer verbremsen. Ja, dann siehst du genau, ach ja, schön, dass auch andere Menschen dabei sind. Es passiert nicht nur dir. Ja, das ist einfach ein schönes Gefühl beim Spielen, würde ich sagen. Ja, und grafisch muss man ja auch sagen, hier der Titel macht was her. Dafür, dass er auf der Unity Engine basiert, würde ich ihn sogar einen Ticken besser als den Bausimulator grafisch darstellen. Hier stellenweise der Wiesenbewuchs und so weiter sieht einen Ticken besser aus als beim Bausimulator. Dafür hat der Bausimulator schönere Lichteffekte, ja. Ich finde, das sieht hier nicht ganz so cool aus, besonders mit dem Licht da oben, wo man diesen... Es sieht nebelig aus im Spiel, sagen wir es mal so. Finde ich, im Bausimulator hat man so das eine oder andere schöne oder den ein oder anderen schöneren Lichteffekt, sagen wir es mal so. Aber ansonsten, top Grafik auf jeden Fall. Auch die Reflexion an den Zügen und so weiter sieht auch super aus. Ja, wenn ich jetzt wieder die Performance von Trains and World und dem Spiel hier vergleiche, finde ich, dass in dem Spiel die Performance viel besser ist und das, obwohl es auf der Unity Engine läuft. Das sagt mir persönlich nur, dass bei Trains and World eigentlich theoretisch, wenn es optimiert, noch besser optimiert werden würde, wäre da FPS-technisch bestimmt noch viel mehr drin, ne? Als bei dem Titel hier, weil die Unreal Engine eigentlich sowieso ein bisschen performanter läuft. Aber hier die Performance ist super. Und gerade auch, wir sind vorhin an zwei Zügen vorbeigefahren. Das hätte bei Trains and World schon wieder einen riesen heftigen langen Ruckler ausgelöst. Wir sind an der Stelle ziemlich ohne Ruckler vorbeigefahren. Klar, hier werden auch die Züge nachgeladen. Ja, da hat man mal so einen kleinen Stand, Moment. Aber es dauert meiner Meinung nach nicht so lange und ist nicht ganz so häufig wie in Trains and World.
Trains and Worlds sind vielleicht mehr Züge unterwegs stellenweise, was so mehr Ruckeln auslösen könnte. Aber wie gesagt, es ist eigentlich die Unreal Engine und die ist eigentlich so vom Grundprinzip her, was ich jetzt so von Entwicklern schon gehört habe, ist die eigentlich ein bisschen, ja, performanter zu programmieren als die Unity Engine. Unity Engine haben viele Entwickler Probleme, was Performance betrifft, was Grafik betrifft. Wobei man sagen muss, grafisch ist viel möglich mit der Engine. Ich tue ja immer wieder den Titel dazu schmeißen, Autobahn-Polizeisimulator, basiert auf der Unity Engine. Jetzt vergleicht mal Autobahn-Polizeisimulator mit Bausimulator oder diesem Titel hier. Es ist einfach kein Vergleich eigentlich. Der Autobahn-Polizeisimulator ist so weit abgeschlagen, grafisch. Notruf basiert ja auch auf der Unity Engine. Aber ich würde Notruf vor Autobahn-Polizeisimulator auf jeden Fall einstufen. Weil Notruf unterstützt sogar meine Monitorauflösung. Ist ja auch so eine Sache, immer beim Autobahn-Polizeisimulator ist da nicht vorhanden. Notruf unterstützt ja meine Monitorauflösung. Es sieht alles ganz schön aus. Ja, grafisch, theoretisch könnte man da auch noch mehr rausholen. Sieht man jetzt durch den Bausimulator und durch hier den Zugsimulator, durch Simrail. Alle ganz schön langsam unterwegs, oder? Täuscht das? Auch die Vorbeifahrgeräusche, finde ich, die klingen super. Man hört am Anfang wie so einen kleinen Druck oder so einen kleinen Luftstoß spürt man oder hört man raus und dann hört man halt die Waggons vorbeirauschen. Das klingt auch ein bisschen besser als in Trains and World. Ja, wie gesagt, durch diesen Titel hier, durch Bausimulator und halt jetzt hier der Simrail, hat man so ein bisschen, ja, sieht man so ein bisschen, was eigentlich mit der Unity Engine möglich ist. Ja, Emerge NYC ist ja auch so ein Titel, basiert auch auf der Unity Engine. Die Fahrzeuge sehen super aus, die Lichteffekte sehen da super aus, aber die ganze Grafik außenrum, also die Städte und so weiter und so fort, es sieht einfach nicht realistisch aus, sieht einfach nicht gut aus. Außer die Fahrzeuge, wie gesagt, die Fahrzeuge sind top. Die Fahrzeuge sind top. Aber halt so die Stadtbebauung und die ganzen Waldstücke und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt so ein Spiel wie Emerge NYC vorstellen würde mit dem Bewuchs im Wald quasi oder mit so Wiesen oder Notruf, wo so halt ein Waldgebiet quasi bebaut hätte, wäre schon wirklich Hammer, ja. Aber da sieht man jetzt halt mal, was so möglich wäre, theoretisch, was man aus der Engine eigentlich doch alles rausholen kann. Ich war eigentlich immer so ein bisschen gegen die Unity Engine, weil sich halt viele Entwickler drüber beschwert haben und die ganzen Spielergebnisse, was man so gesehen haben, die hatten irgendwo immer ihre Schwächen gehabt. Jetzt halt durch Bausimulator muss ich halt sagen, und durch Simrail, ja, man kann anscheinend die Engine doch ganz gut benutzen. Anscheinend hat die doch ein bisschen was drauf. Ist mal schön zu sehen, auf jeden Fall. Ich meine, man muss den anderen Entwicklern jetzt keine Vorwürfe machen, aber ich weiß jetzt persönlich, dass halt mit der Engine eigentlich doch ein bisschen was möglich ist. Ich finde es auf jeden Fall immer ganz interessant zu sehen. Vorher hatte ich immer gedacht, dass Notruf und Emerge NYC so das Maximale ist, was man aus der Engine rausholen kann, aber es wurde ja doch nochmal irgendwie ein bisschen getoppt. So, weiteres grünes Signal. Wir sind jetzt bald 50 Minuten unterwegs. Wir haben wieder 4 Minuten Verspätung reingeholt. Die anderen Fahrdienstleiter anscheinend, bei denen wir jetzt gerade durchs Gebiet sausen, die haben das anscheinend ein bisschen besser schon drauf als die anderen. Wie gesagt, ist aber kein Vorwurf an die anderen. Wenn ich das übernehmen würde, jetzt am Anfang null erfahren bei dem Spiel, wie man da das Stellwerk bedient, es wäre nicht anders. Es wäre 100% nicht anders. Ich würde wahrscheinlich auch irgendwann verzweifelt einfach das Spiel verlassen. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Aber jetzt läuft es. Wir werden hier auf dem Schnellgleis quasi durchgeschleust, haben grüne Signale, das funktioniert alles soweit. Sieht alles ganz gut aus. Gar keine Probleme. Ich bin halt mal gespannt, was noch alles bei diesem Spiel hier dazukommt. Wie gesagt, es ist jetzt ein Early Access Titel, ist noch in der Entwicklung, ist erst vor kurzem jetzt so bei Steam veröffentlicht worden. Es wird bestimmt noch einiges passieren in der Zeit jetzt, bis das Spiel dann tatsächlich als Vollversion released wird. Wird noch bestimmt einiges passieren. Ich weiß, angekündigt war auf Steam, dass noch Dampfloks zum Beispiel hinzukommen sollen. Grünes Signal, ich glaube, es heißt, ich muss gleich mal wieder bremsen.
Ich nehme mal gerade den Schub wieder raus. Ich glaube, dieses grün blinkende Signal kündigt immer an, dass ich gleich langsamer werden muss. Weil das nächste Signal wahrscheinlich gelb blinkend ist. Stimmt's oder ist es falsch? Das wird jetzt auch als grün wieder angezeigt. Ich weiß nicht, was mir das grün blinkende Signal immer sagen soll. Ah, Geschwindigkeitsänderung. Wir dürfen 200 Sachen fahren. Ja, alles klar. Ja, dann Vollgas. Bei 200 Sachen. Gar nicht lange überlegen. Gar nicht lange überlegen. So, mach ich gerade mal mit der Maus. Geht ein bisschen schneller. So, 97% Tempo. Dann tun wir hier noch die Geschwindigkeitsvorgabe erhöhen auf 200. Vielleicht können wir dann doch nochmal ein bisschen Tempo rausholen. Ich bin aber der Meinung, dass ich bei der einen Streckenbeschreibung gelesen habe, dass man maximal 160 fahren darf. Vielleicht sind diese 200 km/h Stellen wirklich so Zeitaufholstrecken, könnte ich mir vorstellen. Wie es halt auch in der Realität gibt, dass es da Strecken gibt, wo man normalerweise mit 160 durchfährt, aber wenn man Zeit einholen muss, dann darf man auch mal zu 100 fahren. Ich wollte gerade nebenbei mal die Steam-Seite öffnen. Jetzt habe ich hier E-Mail geöffnet, das will ich doch gar nicht. Ich habe natürlich die Strecke im Auge. So nebenbei. Ich wollte nämlich nochmal nachschauen, was jetzt alles für den Early Access geplant ist noch. Natürlich Fehlerbehebung, Verbesserung und so weiter sowieso. Übrigens, wenn ihr Interesse an dem Titel habt, der ist aktuell noch für circa, nee, was haben wir denn da, 30,59 € zu haben. 10% günstiger. Jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt. Mittwoch, 18. Januar, ich weiß nicht, wie lange dieses Angebot gilt. Ah, in 2 Tagen. Okay, das wird dann eng. Das wird dann eng. Ich weiß nicht, ob das Video hier noch vorher kommt oder nicht, aber wie gesagt, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, dann schlagt zu, es macht Bock, auf jeden Fall. Ach so, da habe ich die Steam-Seite schön offen. Wie soll sich die Vollversion von der Early Access-Version unterscheiden? So heißt es richtig. Ja. Also, Dampflokomotiven steht da. Controller Support. Bin ich auch mal gespannt, wie man das hier umsetzt. Theoretisch kann man das ja mit Xbox-Controller mit 2 Joysticks oder so, dass man später vielleicht einen Joystick anschließen kann. Oder 2 Schubhebel, das wäre dann schon eine feine Sache, auf jeden Fall. Dann hätte der Titel einen riesen Vorsprung vor Trains in World. Ich meine, ich finde, der hat so schon stellenweise ein bisschen Vorsprung, aber wenn tatsächlich ein richtig guter Controller so ein Port reinkommt, dass man dann zum Beispiel irgendwie 2 Schubhebel hier einrichten kann, einer für Bremse, einer für Gas, dann hat der Titel gewonnen. Auf jeden Fall. Das ist was ich mir bei Trains in World, Train Simulator vorher immer gewünscht habe. Wenn das Spiel hier damit durchstartet, dann hat jeder andere Zugsimulator verloren. Ganz ehrlich. Shunting Operations. Habe ich gerade keine Ahnung, was das bedeutet. Winterwetter-Effekte sind auch noch geplant. Adding more playable signal boxes. Signal Boxes. Da ist gerade die Frage, was damit gemeint. Nebenbei wird natürlich, steht dabei, an Performance-Problemen noch gearbeitet und ja, natürlich noch weiter optimiert. Das ist doch schön zu wissen. Ich frage mich gerade, was More Playable Signal Boxes bedeutet. In dem Sinne. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Na gut. 250 Punkte plus gekriegt. Durchfahren eines Kontrollpunktes mit Verspätung. Wir haben schon 2 Minuten gut gemacht. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Minuten mehr bei raus. Ich finde es ja immer so gruselig, nachts so schnell zu fahren. Auch im Auto schon mit 200 über die Autobahn gedonnert im Dunkeln. Das ist voll der Adrenalinkick. Kann man nicht anders sagen. Sollte man aber natürlich nicht machen. Ich empfehle es nicht, aber ich wollte damals oft heim nachts. Ja, das ist... Wenn man dann noch eine Stunde Fahrt vor sich hatte, hat man halt mal ein bisschen Gas gegeben. Es ist aber schon ein bisschen gruseliges Gefühl, so nachts im Dunkeln so lang ist, so schnell zu fahren. Auf jeden Fall. Ist wie gesagt auch gefährlich, weil man halt nicht so weit gucken kann. Und ja, ich kann es nicht empfehlen. Gibt aber auf jeden Fall Adrenalin. So ein bisschen das Gefühl habe ich hier gerade auch. Ja. Was sind Shunting Operations?
Muss ich gerade mal den Google Übersetzer anschmeißen. Vielleicht kann der mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich kann ja eigentlich total gut Englisch. Jedenfalls, ich verstehe auf jeden Fall gut Englisch. Man kann mit mir gut Englisch reden. Ich gucke mir englische Videos an ständig. Ich verstehe alles. Komplett. Gar kein Thema. Aber ich habe mittlerweile, da ich so lange aus der Schule schon raus bin und kein Englisch mehr geschrieben habe oder so, habe ich extreme Probleme, Englisch zu schreiben. Das ist mittlerweile so ein richtiges Problem geworden irgendwie. Auch selber Englisch sprechen. Ich glaube, ich hatte Probleme, mit einem gescheiten Satz auflegen zu können irgendwie. Ah, Shunting Operations sind Rangierarbeiten, alles klar. Okay, ja, das ergibt dann natürlich später im Multiplayer auch nochmal vielleicht ein bisschen Sinn, auch nochmal ein bisschen Spannung mit rein. Rangierarbeiten. Rangierarbeiten bringen vielleicht später auch nochmal ein bisschen. Bringen auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Möglichkeiten rein. Ja, ich wusste jetzt einfach nicht, was Shunting Operations sind. Habe ich vorher noch nie gehört. Es ist immer schön, wenn man jetzt Zug fährt und nebenbei noch ein bisschen googelt. Ah, Signalboxes, okay. Ich habe gerade mir Adding More Label Signalboxes nochmal übersetzt. Signalboxes einfach Stellwerk. Ja, also es sollen noch mehr spielbare Stellwerke mit dazukommen. Momentan sind es ja nur 13 für die komplette Strecke, für die, was weiß ich, wie viele 100 Kilometer Strecke, 200, 300 Kilometer Strecke. Ist natürlich cool, wenn da noch mehr dazukommt. So, hier haben wir wieder einen Bot unterwegs. Wieder ein Schnellzug, wenn ich richtig gesehen habe. Ah, nee, war ein Lokführer. Tatsächlich, Entschuldigung. Vince TM, ich habe dich nicht angehupt. Sorry, ich habe falsch geguckt. Ich frage mich gerade, warum das nicht nach Distanz irgendwie sortiert ist. Aber es war er. Habe ich nicht gehupt. Sorry, kriegst du nochmal nachträglich einen Huper, falls du das Video siehst. So. Ich weiß gar nicht, ob... Das sieht man... Ob die Lichthupe sehen, wenn man das macht, wenn man da angefangen kommt? Das reinste Gewitter. Also wirklich viel bringt das Fernlicht ja nicht. So wirklich viel bringt das Fernlicht nicht. Naja. 36 Minuten Verspätung. Ich komme nicht drauf klar. Naja. Drei bis sechs Monate soll das Spiel im Early Access sein, ist gar nicht so eine lange Zeit. Ja, wenn man bedenkt, manche Spiele sind jahrelang im Early Access. Drei bis sechs Monate ist quasi morgen. Gefühlt. Es ist nicht lang hin. Das ist also, ja. In diesem halben Jahr noch. Da haben sie noch einiges vor. Also da wird wahrscheinlich einiges jetzt noch schnell eingefügt. Ja, Steam-Lokomotiven, Dampflokomotiven wird auf jeden Fall auch, denke ich mal, sehr interessant. Wird sehr cool, wenn da einen so eine Dampflok hier entgegengefahren kommt. Freue mich sehr drauf. Mehr Zugauswahl bedeutet wahrscheinlich auch mehr Zugverkehr letztendlich im Multiplayer. Controller-Support freue ich mich halt mega drauf. Ich denke auch mal, dass dann früher oder später... bestimmt noch ein paar DLCs kommen werden. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen bei dem Titel. Ich hoffe, dass da sehr viele Entwickler bei aufspringen und DLCs irgendwie dann hierfür gestalten, für dieses Spiel. Würde mich auch sehr freuen, wenn man dann in Deutschland das eine oder andere DLC bekommt. In Deutschland ist die Zugsimulator-Community ja doch ziemlich groß, muss man ja sagen, sehr interessiert. Dass es hier alles in Polen spielt, ist erstmal so eine kleine Abschreckung. Für viele hat mich auch zum Überlegen gebracht, ob ich mir das Spiel kaufen soll oder nicht. Ich habe aber jetzt festgestellt, dass sich das Signalsystem gar nicht so extrem vom Deutschen unterscheidet und man da eigentlich doch recht schnell bei reinkommt wieder. Ich meine, klar, manche Signale, das grün blinken und so, deute ich noch nicht richtig, aber es bedeutet einfach, dass sich da die Geschwindigkeit wahrscheinlich ändert. Aber ansonsten, die meisten Signale sind eigentlich gleich wie in Deutschland, so von der Handhabung. Genauso wie von den Geschwindigkeiten, ja. Gelbes Signal heißt einfach 40 fahren. Grün-gelb darfst du 60 fahren meistens. Ist alles ziemlich ähnlich, sagen wir es mal so.
Ich bereue es aber auf keinen Fall, dass ich mir dieses Spiel gekauft habe. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich bin so glücklich drum, dass es jetzt endlich mal einen anderen Zugsimulator gibt. Vielleicht rüttelt das Dovetail Games mal so ein bisschen wach mit Trains in World, dass die da mal ein bisschen wach werden und mal ein paar Sachen verbessern, anpassen. Vielleicht auch irgendwann mal auf die Idee kommen von einem Multiplayer. Ich glaube, Multiplayer war damals bei Trains in World 1 schon im Gespräch eigentlich von den Entwicklern. Aber mittlerweile sind wir bei Trains in World 3 angekommen. Multiplayer war nie mehr die Rede von. Was will man machen? Deswegen ist es jetzt schön, dass es endlich einen Zugsimulator gibt, bei dem man auch Multiplayer spielen kann. Klar, es gibt halt Lotus, kann man theoretisch Straßenbahn schon im Multiplayer spielen. Falls schon jemand irgendwie so eine Zugstrecke erstellt hat in Lotus, könnte man das auch schon im Multiplayer spielen. Gibt halt keine passenden Züge für. Würdest halt dann mit der Straßenbahn mit 80 Sachen da entlang peitschen. Aber da wäre es theoretisch möglich, aber ist halt auch noch kein richtiger Zugsimulator in dem Sinne, weil es halt keine Strecken dafür gibt und wie gesagt keine Züge. Somit ist es jetzt schön, dass es jetzt einen Zugsimulator gibt mit Multiplayer und gleichzeitig auch noch einen Stellwerkmodus mit dabei. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Theoretisch könnte man so einen Stellwerkmodus als separates Spiel oder als separates DLC dazu verkaufen. Machen sie aber nicht. Haben sie so im Spiel mit drin einfach. Finde ich gut, finde ich wirklich schön. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieses Spiel sich gut verkauft, dass die Entwickler vielleicht dann dran weiterarbeiten, noch weitere Sachen einbinden, DLCs vielleicht erstellen, planen, vielleicht auch von anderen Ländern, vielleicht dann an einem zweiten Teil irgendwann arbeiten oder. Oder halt so ein DLC-System einfügen, wie es beim Euro Truck Simulator quasi gibt. Dass sie das Spiel dann so lange aufpäppeln können, dass sie mit ihren DLCs quasi das Hauptspiel finanzieren und die Weiterentwicklung und dann das Hauptspiel ständig weiter aufpäppeln. Finde ich auch eine richtig coole Sache. Naja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Sehr begeistert. Merkt man, glaube ich, auch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man merkt es. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich tatsächlich jetzt gerade mal die Aufnahme pausiere oder beende nach einer Stunde und wir einfach gerade hier an der Stelle weiterfahren dann. Ich glaube, so machen wir es. So machen wir es, glaube ich. Ja, dann würde ich aber sagen, lasst eine Bewertung da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen und dadurch diverse Vorzüge erhalten und gerne auch dem Discord-Server beitreten, würde ich mich auch sehr freuen und viele andere. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy. Tschüss!